Möchte jetzt aber einmal mal kurz was gucken. Luna? Ja, Ali Raid können wir auch noch machen. Ich habe aber meine Frage. Wir haben ja gestern 15, 16, 70, 80 und Stufensteigerung gemacht. Wird jetzt nicht mehr angezeigt, dass man das gemacht hat, oder wurde das schon zurückgesetzt? Weil ich dachte, das wird immer erst um 17 Uhr zurückgesetzt. Eigentlich. Dachte ich. Ah, okay. Ja, das wusste ich nicht. Luna, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das bleibt dann halt bei 17 Uhr. Nee, noch nicht gespielt. Bin auf PS4-Spieler. Okay. Ja gut, dann ist das erst recht ärgerlich. Ja, wenn ich mir einen PC hole, dann wird auf jeden Fall wird auf dem PC FF14 gespielt. Okay, wenn du dann irgendwann mal FF14 spielen solltest, dann kannst du gern auf Shiva kommen und kannst auch gern in die Gilde kommen. Mein Bruder hat so laut geschrien, weil irgendein Spiel ein neues Chapter hat. Okay. Ja, warum nicht, ne? So, Ali Raid war das, ne? Melde ich schon mal an. Ja gut, dann kann man auch jetzt die anderen Dailies noch machen. Weil ich möchte halt gerne auch ein bisschen mit dem Reaper spielen, damit ich den ein bisschen hochlevel. Hab's gleich. Wie war dein Tag so? Mein Tag war soweit ganz gut. Ich habe ausnahmsweise mal lange geschlafen. Brauchte ich aber auch nach 2 Tagen durchmachen. Ja, dann habe ich, glaube ich, 3 Stunden. Nee, 3 Stunden gebraucht, um in FF14 reinzukommen. Wir haben vorher ein bisschen FF3 gespielt. Und ja, jetzt lassen wir eigentlich entspannt den Sonntag ein bisschen ausklingen. Und bei dir? Also, wie gesagt, soweit geht es mir eigentlich ganz gut. Haupt auch. Ganz ehrlich, Hauptstory nein. Hauptstory never. Das dauert so lange. Vor allem bei meinem Glück kommen wir in das 1-Stunden-Ding. Garantiert nicht. Vier Reaper und ein Samu. Stimmt! Alter! Die Reaper Gang! warum steht da Spoilerwarnung? Spoilerwarnung steht deswegen, weil wir bis auf jetzt gerade eigentlich das neue Add-on von Final Fantasy XIV spielen, welches im Early Access gerade ist. Und da die offizielle Veröffentlichung erst am 7.12. ist, also nächste Woche Dienstag, in 2 Tagen, habe ich eine Spoilerwarnung rausgegeben für die Leute, die in der Regel bei mir gucken, die sich aber nicht spoilern lassen wollen hinsichtlich der Story von Endwalker. Deswegen steht bei mir Spoilerwarnung. Weil das hier, wie gesagt, bis auf der Raid, den wir jetzt gerade machen, beinhaltet das halt die übelsten Spoiler, weil wir halt die Story spielen. Weil die Vorbesteller durften halt früher das Spiel spielen, durften in den Early Access. Und Luna und ich gehören zum Beispiel dazu. Wie auch meine restlichen Mods, außer Kaya. Kaya ist davon ausgenommen. Der interessiert sich auch nicht ganz so für FF14. Also spielt es zwar auch, aber ist jetzt nicht so gehypt drauf.
Ich spiele keine Final Fantasy, also kann es mir egal sein. Zum Beispiel, ja. Aber wie gesagt, das ist halt für alle, die entweder neu reingucken, die geradet oder hier reingeradet werden oder. Weil das ist mir halt sicherer. Weil nicht, dass es hinterher heißt, ey, ne, spielst du Endwalker, warum hat mich hier keiner vorgewarnt und so weiter und so fort. Deswegen habe ich bewusst Spoilerwarnung mit reingeschrieben. Für die, die sich da halt, die sich das selbst angucken wollen. Bin auf jeden Fall im Lurk. Wünsche dir noch viel Spaß und Erfolg. Vielen, vielen lieben Dank. Und dir viel Spaß im Lurk. Und danke für deine Unterstützung. Ich habe mich gerade da reingestellt. Ich war verdammt blöd. Spiele Pokémon Diamant am meisten. Pokémon zum Beispiel spiele ich halt gar nicht. Na gut, ich habe aber auch zur Zeit keine Switch. Also allgemein keine Switch, aber... Ja, ich spiele es halt allgemein nicht. Die Dots auf dem Gegner. Ja. Ich will noch ja noch was dazu sagen. Nein, ich wollte mir das eine gerade angucken. Ich habe so vorher gewartet. Mist, ich war so schnell selber drin. Okay. Na toll, kriege ich ja nicht. Tada! Und noch einen drauf. Gott, ich liebe den Reaper! Der Reaper macht so einen Bock, ey. Das ist richtig geil. Vom kenne ich ihn tatsächlich mittlerweile im Schlaf. Und das nach... Wie viele Indies hatten wir gestern gemacht? Wir haben, glaube ich, 2 zusammen gemacht. Dann hatte ich eine Prüfung. Nach 3 Dailies, glaube ich. 3 Dailies habe ich nur mit dem gespielt. Und ich liebe ihn, ne? Ich liebe den Reaper. Ich glaube, das ist genau meine Klasse. Und vorher war es halt echt der Bade. Am liebsten würde ich den Reaper halt so schnell hochleveln, wie es geht. Um damit die Story, oder die restliche Story halt weiterzumachen. Aber das schaffe ich nicht. Das schaffe ich leider nicht. Aber wenn dann irgendwann ein nächstes Addon kommt, dann spielt die wahrscheinlich mit dem Reaper. Und ich glaube, das ist für mich dann schon beschlossene Sache. Ich glaube, das wird echt meine liebste DD-Klasse. Erstmal Sachen für den Schnitt damit zusammenkriegen.
gut aussehen. So Oberteil habe ich tatsächlich schon. Mal nicht. Aber irgendwie auch geil. Wir kommen jetzt gerade in den Kristallturm Raid und vorhin habe ich FF3 gespielt. Irgendwie der Schule war die Wochenenden sind immer kurz für die Schule. Die Schule lange, ja, das stimmt. Das stimmt. Als ich noch zur Schule gegangen bin, Gott, ich habe die Wochen. Also die Woche ist irgendwie nie rumgegangen. So niemals nie ist die Woche rumgegangen. Das hat sich immer nach so einer halben Ewigkeit angefühlt. Wobei ich echt froh bin, dass ich nicht mehr zur Schule gehe. Ihr habt den Mist hinter mir. Also, ich vermute einfach mal, ich werde morgen Vormittag auch weitersuchten. Das vermute ich einfach mal ganz stark. Hab einen Trick gemacht, wo ich nicht in die Schule ging. Echt? Amon. Musste man bei Amon irgendwas beachten? Das wäre mir. Und einmal doch drauf. Alter, so viele Reaper. Musste man draufhauen. Ja, außer draufhauen, meine ich. Ich habe den zweiten lang nicht mehr gemacht. Ich habe bisher immer nur den ersten und den dritten. Habe ich in den letzten Malen immer machen müssen. Deswegen frage ich, ob der jetzt irgendeine Besonderheit noch hatte, das so lange her ist. Ich habe einen Screenshot von einem Freund bekommen. Oh je. Will ich's wissen? Leit ihn nicht mehr weiter. Ich schau gleich mal. Ja, könnt ihr nur mal einmal benutzen. Was war das denn für einer? Kiwi, was war das? Was hast du gemacht? LOL! Scheiße! Das erste Mal, dass ich hier ein Frosch bin! Wieso bin ich ein Froschen? Ich bin sonst nie ein Froschen! Was habe ich denn diesmal angerichtet? Ah, ich bin wieder normal. Ich war noch nie ein Frosch hier, ne? Noch nie. Ich habe nichts gemacht. Ich habe es gebaut. Da achtet man einmal nicht drauf. Passen. Alter! Alter! 9000! Alter! Okay, mir tut Hybrid echt mega leid, wenn er wieder da ist. 9000! 9000 hatte ich tatsächlich noch nie. 8000 war jetzt das höchste. 8800 gestern. Ah, ich bin noch rausgekommen. Das war gestern echt das höchste, was ich hatte. Aber 9000! Ganz ehrlich, dann bin ich froh, dass ich schon drin bin, ne? Dann bin ich echt schon froh, dass ich drin bin. Mich kriegt heute auch keiner mehr raus. Also, freiwillig gehe ich heute nicht raus. Ich werde auch die Toilettenpausen, wenn ich dann muss, so kurz wie möglich halten.
9000, ey. Das ist doch Wahnsinn. Also ganz ehrlich, bei 9000, da vergeht einem echt die Lust. Vor 10 Jahren habe ich meinem Lehrer gesagt, dass ich einen Termin habe. Meine Mutter, dass wir morgen keine Schule haben. Die beiden haben es wirklich geglaubt. Ja gut, okay. Ich habe das ein einziges Mal auf die Art und Weise gemacht. Ein einziges Mal. Also, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Phasen, wo ich sehr selten in der Schule war, waren in der 7. und 8. Klasse. Luna, du bist tot. Zehnte, also gut, zehnte war ich immer da. Fünfte, sechste auch. Neunte, es ging. Aber siebte, achte habe ich auch öfters mal. Bin ich dem Unterricht mal ferngeblieben. Ich bin nicht stolz drauf, aber ist, ja, ich habe es auch gemacht. Aber ich habe, ja, ich habe immer so getan, als wäre ich krank. Angefangen hat es eigentlich damit, dass ich die Sportfeste geschwänzt habe. Die Sportfeste wurden zu einer reinen Mobbingveranstaltung. Für alle, die nicht gut im Sport sind. Also ich habe da ja alleine drunter gelitten, da waren auch nur andere, aber... Das ist ja eine unentschuldigte Stunde. Unentschuldigte Stunden hatte ich öfter. Okay. Diesmal weiß ich nicht, warum ich gestorben bin. Das ist ein Ärger. Ärger habe ich nie bekommen. Tatsächlich. Obwohl ich es verdient hätte. Ich hätte es echt verdient. Im Nachhinein würde ich es auch nie wieder machen. Im Nachhinein würde ich es nie wieder machen. Mit dem Wissen von heute... Nee. Entschuldigung, du bist so... Ja, ich weiß, aber diesmal weiß ich nicht, warum. Diesmal weiß ich ernsthaft nicht, warum. Beim ersten Mal wusste ich es. Beim ersten Mal wusste ich, warum ich gestorben bin. Ach du Scheiße. Lucius hatte einmal 304 Stunden, aber unentschuldigt. Null. Also in der 9. ging's. In der 9. hatte ich wenig, also deutlich weniger Fehlstunden. Und auch keine unentschuldigt. Aber in der 9. war es tatsächlich so, dass wir uns selber entschuldigen durften. Daneben hätte ich dir 5 Monate Schulfrei gegeben. Sagen wir so, mein Vater hat sich interessiert und meine Mutter, ja. Ich weiß bis heute nicht, ob meine Mutter wusste, warum ich nicht in der Schule war oder. Naja. Wie gesagt, ich weiß, dass ich es heute nicht wieder machen würde. Luna! Machst du mit mir noch die anderen 3 Dailies? Ich möchte nur den Reaper ein bisschen leveln. Scheiße. Und nichts in Buch frei. Einen wunderschönen guten Abend, Kaya. Und einen schönen zweiten Advent wünsche ich dir. Na gut, wir sagen einfach mal später Nachmittag. Ein Abend ist ein bisschen... Ist noch ein bisschen sehr früh. Das ist jetzt so 17, 18 Uhr schon. Wie geht es dir? Achso, Kaya, ich habe deine Tasse verpackt. Ich schätze mal, Mitte, Ende nächster Woche hast du deine Tasse. Ich habe die gestern noch eingepackt. Mit viel Liebe. Naja, naja, eigentlich nur eingepackt, aber. Mir geht's super. Mir geht's auch super. Wir sind in Endwalker drin. Besser kann's mir nicht gehen.
Wir sitzen in Endwalker. Im neuen Addon. Besser geht's doch gar nicht. Und mit deinem Bein alles okay? Danke, Kaya. Für den 8. Monat. Und auf Stufe 2. Viel Spaß mit dem jetzt auf Stufe 2 Emote. Wir haben jetzt übrigens das dritte Winter-Emote. Weihnachts-Emote. Winter-Emote? Das dauert halt nach. Zieht sich noch ein wenig hin. Okay. Warte mal. Warte mal. Warte. Wir haben jetzt dieses... Nein, warte, das nicht. Das war das falsche Emote. Das neue Emote. Wieder da und ja. Also darf ich uns auch für Prüfung und so an... Okay. Seufze der Frage. Luna muss halt wieder leiden. Aber ich möchte halt ein bisschen mit dem Reaper spielen, wenn ich schon die Story nicht spielen kann mit ihm. Aber das ist so geil. Luna, hörst du das? Warte, achte mal drauf. Hörst du das? Ist das nicht geil? Wie so eine Kettensäge! Ich mach mal für alle lauter. Ja, ich weiß, deswegen ja! Ich finde das mega! Ich hab dich gerade umgebracht. Deswegen sag ich ja Kettensäge. Weil sich das da unten ja auch bewegt. Ich hab mir die Waffe gestern Abend nur geholt. Und ich dachte nur so, geil. Ich dachte einfach nur, geil. Ich bin ein Sage, ich heil mich einfach. Ja, einen Sage habe ich jetzt auch. Alter, ganz ehrlich, mit dem Sage kann man so eine richtige Lichtershow machen, ne? Mit dem kann man echt eine richtige Lichtershow machen. Dann nehmen wir eben was. Okay. Warte mal, ich möchte einmal kurz was gucken. Okay, das ist cool. Ja, mal mit dem Schnieder. Der schwierigste Kampf ever. Nicht. Lasershow, ja, so in etwa. Achso, Luna, ich habe gestern den White Mage noch weiter trainiert.
Also habe mich nochmal an einer neuen Indie versucht, also alten neuen Indie versucht, in der ich als White Mage tatsächlich bisher noch nie drin war. Und zwar, warte mal, welche war das? Also das Sasha kann ich mittlerweile, Temtara kann ich, Glockenmiedel kann ich, Haratali kann ich, Totorak kann ich, Hauke kann ich, Rurox kann ich, Tempel von Quan müsste ich nochmal üben. Mit Segerschrei war ich noch nicht. Segerschrei war ich noch nicht. Steinerne Wacht kann ich mittlerweile sogar richtig gut. Ey, in der Steinernen Wacht gestern, ich weiß nicht, wie ich manche Dinger davon geheilt habe. Ich habe es aber irgendwie geschafft und das ohne, dass ich in einen MP-Verlust kam. Und ich habe gestern noch die feste Semael trainiert. Die kann ich jetzt auch. Also bis dahin kann ich, außer Segerschrei, kann ich tatsächlich fast alles. Bis dahin. Ich habe mich vorgetastet. Goldklamm werde ich niemals heilen. Ich glaube, da bin ich einmal aus Versehen reingekommen und das werde ich niemals heilen. Vergiss das. Da gehe ich niemals als Heiler rein. Das heißt, ich bräuchte demnächst mal jemanden, der mit mir Palast des Wanderers trainiert. So. Dann Markus rechts, dann kannst du jede Zeile mit 400 Text schreiben. Ja, warte. Einmal. Hehe. Hey, Luna erklärt mir gleich mal was. In der Zeit melde ich einmal kurz für das nächste an. Liegt bei Schnee. Nicht mehr, nee. Bei uns liegt kein Schnee mehr. Aber gestern Abend lag ganz viel Schnee. Kann ich dir nachher mal ein Bild von senden? Cleo ist gestern erstmal durchgedreht. Vor Freude. Bezüglich des Schnees. Luna? Hört man mich überhaupt? Warte mal. Doch. Ah, warte mal, ich muss die einmal kurz lauter machen. Ich habe die nur von gestern leise. Sag mal was? Habe ich mir irgendwie schon fast so gedacht. Ich muss die nochmal leiser machen. Au. Ich hatte dich nur vom Freitag leise. Weil ich hatte euch doch Freitag ausgemacht, dich, Hybrid und Dera. Weil die beiden ja in der Szene gelabelt hatten. Oh. Aua. Hattest du das eben mitgekriegt, was ich wegen White Mage erzählt hatte? Ja, wir können auch gerne mal ins Sägeschrei reingehen, demnächst. Und einmal in Palast des Wanderers demnächst. Weil das werden die Ja, zwei. danach ein Goldklamm. Hey, Goldklamm mache ich nicht. Sag's dir jetzt. Ey, Goldklamm mache ich nicht. Ich hasse die DDs. Die DDs sind der letzte Scheißdreck. Gut, der Tank, den ich damals geheilt habe, der war auch nicht besser, aber. Nee. Und wenn ich als CT mitgehe? Ja gut, dann sind aber immer noch die anderen zwei Scheiße. Na. Machen wir sowieso. Ich kenne uns. So, Position der Warteschlange 50 oder mehr. Wir haben es jetzt mal klären. Ja. Also, drück mal Escape und dann mal groß. Ja. Dann hast du ja ganz oben schon begrüßen, verabschieden, bedanken, bla. Das Ja. sind halt die Voreingestellten. Ich habe dir eben was geschickt. Du kannst jetzt auf der 6 zum Beispiel kannst du einen neuen Makro erstellen. Dann kannst du da einfach Textkommandos reinschreiben. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal als Beispiel mein Rest-Makro und schreibst dahin slash AC. Und das halt, das heißt halt, zusammengefasst,
wenn du ein Makro ausführst, der schreibt einfach, was du da reinschreibst, einfach in den Text, in den Chat. Und das slash AC auch im Chat funktioniert, also sagen wir jetzt mal slash AC Klartraum oder sowas, dann führst du Klartraum aus. Ja, warte, Verzögerung. Ja, genau so. Okay. Du kannst halt maximal 15 Befehle hintereinander machen und jeder Befehl muss in eine Zeile. Mhm. So funktioniert zum Beispiel auch mein REST-Makro beim White Mage, wo ich halt Botanität mache, dann wiederbeleben, dann in den Chat schreibe, we still need you. Okay. Und zum Beispiel über Makros habe ich auch das hier geregelt, dieses Schnipsen vor den Klassen-Changes. Ja. Das ist alles Makro. Ja, aber mit den Makros habe ich mich auch nie beschäftigt. Bisher. Ja, Makro sind eigentlich auch wirklich brauchen, tust du sie nie, außer beim Craften, da sind sie ganz praktisch. Wenn du da zum Beispiel bei den Kaffeekeksen, wenn du da richtige Ausrüstung hast, kannst du die komplett über ein Makro craften lassen. Du musst nur auf Synthese drücken und dann die Makro ausführen und der macht die Kaffeekekse in HQ. Sonst kannst du ja schwierige Rotation theoretisch auch machen. Ja. Und du kannst halt so wie ich so ein Click-UI machen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich es bestimmt schon mal gesehen. Soll ich kurz Bildschirmtauge machen und dir das zeigen, was ich meine? Ja. Ja? Sieht ja sonst gerade keiner. Ja, selbst wenn. Ja, ja, dazu müsste ich ja den Bildschirm umstellen. Streamer schon da. Ja, so sieht halt momentan mein Layout ganz normal aus. Und wenn ich jetzt die Klasse wechseln will, dann klicke ich hier drauf und hier drauf. Hier meine Klassen. Ja. Oder wenn ich meinen Crafter will. Oder meine Mounts. Weil hier habe ich auch eingestellt, dass ich die Quests aus- und anschalten kann. Das ist cool. Warum habe ich sowas? Auch komplett über Makros geregelt. Okay, wir setzen uns die Tage mal zusammen. Also quasi eigentlich Makros schreiben eigentlich nur Sachen im Chat. Das heißt, jeder Befehl, den du über den Chat ausführen kannst, kannst du einfach über Makro schreiben, klickst auf den Makro, führt den Chat aus. Ich habe mir halt einfach gedacht, ob man damit halt das Wiederbeleben einfacher macht. Ja. Weil zum Beispiel... Um einiges. Gut, Steiner nach Wacht ging gestern noch. Dass ich das mal sage, dass ich als Heiler Steiner nach Wacht ganz gut heilen konnte. Ich hatte in der Feste Dezamel einmal eine Gruppe, die hat sich grundsätzlich dazu diesen Kristallen, die ja explodieren nach einer gewissen Zeit, gestellt. Der Troller. Und bei Gott, ich weiß nicht, wie ich sie geheilt habe. Wahrscheinlich hat Regener mir mein Leben gerettet gestern. Ich habe die ganze Gruppe komplett am Leben gehalten. Dachte mir aber halt irgendwann nur so, gut, wenn wir jetzt weiter von Hops gehen, ich brauche erstmal eine halbe Ewigkeit, bis ich Spontanität ausgewählt habe und bis ich Wiederbeleben dann ausgewählt habe, obwohl ich es direkt nebeneinander habe und eigentlich auch Schnelltasten dafür habe, die ich eigentlich auch kenne. Aber wenn du manchmal ja so, ne, mit einem Gefecht bist, dann denkst du da manchmal nicht dran und vergisst es dann tatsächlich. Zumindest geht mir das so. Beim White Mage. Ja. Weil ich dann irgendwann panisch werde, wenn zum Beispiel zwei tot sind und ich mir denke, scheiße. Das Einzige, was ich dann immer nur weiß, ist, okay, den Tank zuerst. Aber das dann erstmal in einem Gefecht zu finden, obwohl du eigentlich weißt, wo deine Tasten liegen, das finde ich scheiße. Da dachte ich, ich könnte mir das vielleicht irgendwie mal einfacher machen. Du kannst das, was ich halt eben geschickt habe, ja, jetzt für die Sage mein Makro fürs Wiederbeleben, ist halt einfach nur... führe Spontanität aus auf Ziel und dann führe Wiederbeleben auf Ziel aus. Mehr ist das am Makro nicht. Okay. Ja, okay, leider vorher habe ich halt noch gemacht / Makro-Icon, damit stellt halt ein, welches Icon das der Makro hat, damit es halt so aussieht wie das Wiederbeleben-Symbol in der Liste. Aber das ist eigentlich alles.
Weil Makros und Makros sind echt nicht schwer in Final Fantasy. Klar, du bist limitiert. Das finde ich persönlich zwar auch gut, aber du kannst halt quasi alles über Makros regeln. Weil du kannst, ich glaube, 99 Makros kannst du erstellen. Mhm. Also, vor allem für Heiler sind Makros ja sehr gut. Aber als CT brauchst du keine Makros. Nee, als CT kommen jetzt zum Beispiel ganz gut klar. Am besten sogar bisher mit dem Reaper. Also ich muss tatsächlich sagen, von allen Klassen, die ich bisher so gespielt habe, am aktivsten ja natürlich Bade und Tänzer, gefällt mir der Reaper tatsächlich sogar besser als der Bade. Und der Bade ist ja für gewöhnlich mein Liebling gewesen. Aber der Reaper, ne? Der ist so geil. Vor allem, wenn du halt die richtigen Kommandos machst, kannst du so viel Schaden machen. Das finde ich einfach so geil. Vor allem bei Gruppen brauche ich halt nur zwei Tasten drücken. In aller Regel. Ja. Und ich weiß nicht, bei den anderen CDs fand ich das halt irgendwie immer schwierig. Den Mönch finde ich halt ganz schwierig. Der wurde aber auch vereinfacht. Also vorher bin ich jetzt... In 6.0. Vorher bin ich beim Mönch immer meist an der gleichen Stelle stehen geblieben und habe einfach immer die gleichen Tasten gedrückt. Weil es mir irgendwann einfach zu blöd war, immer hin und her zu rennen. Den Schurken... Ja gut, da machst du aber als Mensch auch nicht so wirklich Schaden. Ich weiß. Davon reden wir ja auch gar nicht. als Schurke habe ich noch nicht großartig gespielt. Ich glaube, das höchste war mal 30. Gut, der Samurai ist noch ganz cool. Aber war jetzt auch nicht so mein Favorit. Und Taumaturg kenne ich nicht. Der ist bei mir, glaube ich, noch auf 8 oder 9. Den habe ich noch nie groß gespielt. Der Bade, ja, wie gesagt, mein Liebling. Eigentlich ja auch mein Main. Beim nächsten Addon wird er auf jeden Fall abgelöst. Der Tänzer ist halt auch echt cool. Da vergesse ich nur manchmal, hier diesen Tanzpartner zu wählen. Hab ich gemerkt. Ey, die letzten Male ging's. Die letzten Male habe ich immer gewählt. Aber ganz am Anfang, ich habe das dann erst gemacht, als einmal du mich drauf hingewiesen hast und als ich ohne dich mal mit dem Tänzer irgendwo drin war. Und dann halt nur jemand meinte, oder mich halt direkt angesprochen hatte und meinte dann so, bitte einmal Tanzpartner wählen. War Gott sei Dank auch auf Deutsch. Die Person hat scheinbar vorher geguckt, ob ich Deutsch bin oder nicht. Und hat dann mich dann Gott sei Dank auch auf Deutsch angeschrieben. Und ab dann habe ich das dann gemacht, weil bei dir wusste ich vorher nicht, okay, was meinst du jetzt? Ne? So, hä? Tanzpartner? Ich habe fast da irgendwie immer ignoriert. Und dann habe ich irgendwann mal so alle Commands durchgeguckt und dachte so, scheiße, das! Und dann wusste ich halt auch, was du gemeint hast. Und seitdem mache ich das. Ganz, ganz selten, dass ich es vergesse. In Inis habe ich es eigentlich immer. Wo ich es vergesse, sind die Raids. Na, da wo es am wichtigsten ist. Ja. Gut, ne? Mhm. Warte, was habe ich denn dann noch? Stimmt, den Dragoon habe ich bisher auch noch nicht großartig gespielt in Inis. Dann noch. Verpasst auch nichts. Gut, den Red Mage auch noch nicht. Gibt's denn sonst noch eine DD-Klasse? Den Maschinist habe ich auch noch nicht gespielt. Hermetiker auch nur begrenzt. Ja gut, Blaumagier, von dem reden wir nicht. Ja, das ist eigentlich jetzt so die einzige DD-Klasse, die mir noch mit gefällt. Tatsächlich. Wo ich tatsächlich sage, ey, ja, geil. Bei den Heilern hat mir der White Mage am meisten gefallen. Und bei den Tanks der Paler. Wenn ich das denn dann mal mache. Irgendwann in 3 Millionen Jahren. Das hast du das Heilen auch gesagt, ne? Na gut. Der White Mage ist auf 61. Also so ein bisschen habe ich ihn ja schon gemacht.
muss gleich mal nachschauen, wie viele Quests du eigentlich von mir weg bist. Aber ich glaube, du bist noch so 2, 3, maximal 4 Stunden von mir weg. Echt? In der Story. Mhm. Ja, mehr auf jeden Fall nicht. Mehr habe ich gar nicht gespielt. Musst du diesen Kanonen, ne? Keine Ahnung, das ist das zweite Mal, dass ich hier in die laufe. Ja, hast du schon öfters gemacht, aber bisher immer keine Ahnung gehabt. Soll ich da wieder aus? Danke. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich bald auf 73 bin. Nice. Mhm. Also ich werde den Reaper nicht mehr einholen, storytechnisch dann. Dass ich den noch in der Story spielen kann. Was schade ist, weil ich hätte ihn echt gern als Main. Juhu, 73. Aber wie gesagt, fürs nächste Addon. Beim nächsten Addon wird das mein Main. Ich liebe den Reaper. Vor allem ohne groß erklären, ohne dass ich mir großartig die Commands da angeguckt habe, kriege ich ihn hin. So soll's sein. Und das finde ich so geil. Und ich liebe meine Sense. Ich bin die Sensenfrau. Scheiß auf Gärtner. Der Gärtner ist immer der Mörder. Okay. Was denn? Mach dir doch keine Angst, oder? Damit. Ich freue mich lieber als diese Attacke, mit denen du halt die ganze, also die mehrere Gegner angreifst. Ich liebe die sie. Auch ich. Ja, ich liebe sie. Das sind so toll. Ja, ich will erstmal den Sage auf 80 ziehen und dann den Reaper. Weil der Sage, der ist echt, der macht mir echt Spaß. Ja, ich weiß nicht. Die zwei neuen Klassen, die sie reingebracht haben, echt gut. Also beim Sage muss ich dann halt erstmal reingucken. Ich habe mir gestern halt den zwar geholt, mir nur erstmal die Kommandos angeguckt und ich dachte, okay, ich habe jetzt schon wieder keinen Plan, wie ich mir was wohin zurechtlege. Also ich weiß nicht, bei den Heilungsklassen, ich muss von der ersten Inni an alles mir hocharbeiten, bis ich weiß, wie ich in welcher Inni was zu tun habe. Wie ich am besten durchgehe. Und danach gehe ich. Und beim Heiler, finde ich, kann ich mir das bisher echt gut merken, was ich wie zu tun habe. Ich taste mich halt vor. Ich bin zwar nicht schnell in dem, was ich da tue. Aber ich meine, ich habe es gestern immerhin geschafft, dass mir keiner abgenippelt ist in den Indies, die ich gestern gemacht habe. Ich übe auch ohne Ende tatsächlich den White Mage. Und wenn ich dafür 30 Mal Halatali gelaufen bin. Wo Halatali ja eigentlich nur echt easy ist. Weil ich habe trotzdem 30 Mal echt Halatali gemacht. Bis ich einen Weg gefunden habe, wie ich für mich perfekt heile. Na, Halatali ist dafür eigentlich auch echt gut. Also ich habe das allgemein... Oh, nee, außer bei das Tascha und... Wer ist die zweite? Totenacker. Totenacker, okay. Bei den beiden habe ich es nicht gemacht, da habe ich es eigentlich relativ gut direkt hingekriegt. Aber ab dann habe ich wirklich jede Inni mehrmals durchgemacht, bis ich die halt für mich perfekt heilen konnte. Genauso wie mit dem Pala. Bei den DDs mache ich mir dann nicht so viel Mühe. Entweder kann ich den DD spielen von den Kommandos her, oder ich kann es nicht. Bei den meisten kann ich es nicht. Da muss ich wirklich üben. Aber der Reaper zum Beispiel, das ist halt echt geil. Ja, man kommt in die Klassen irgendwie schnell rein, hab ich das Gefühl. Vor allem den Reaper. Ja. Also da halt wirklich. Ich muss einmal ganz kurz leiser machen. Obwohl der Reaper sich sehr ähnlich spielt, hey.
Hilfe. Weil ich habe beim Reaper habe ich eigentlich fast genau dieselben Aufteilungen wie beim Dragoon von den Attacken her. Gut, das weiß ich tatsächlich nicht, aber wie gesagt, der Reaper, ich habe halt auf 1 bis 3 meine Single Target Dinger. Und auf 4 und 5 meine AOE. Ja, so wie es eigentlich jeder hat. Und ganz oben habe ich meine Dots. Und was ich halt selten brauche, gut, die 6 brauche ich dann, also ich weiß gar nicht, das ist Harpe, brauche ich dann, wenn ich zum Beispiel weiter, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier weiter weggehe, dann näher rangehe und dann mache ich die Harpe. Dafür bräuchst du dann höchstens. Wer ist bis jetzt für dich, was man hier machen muss? Ich weiß nicht, ob man dieselben Elemente wie er hat rein muss oder in die entgegengesetzten. Also damals. Ich meine aber dieselben. Also damals war ich Bade. Und ich habe einfach nur das gemacht, was Hybrid gemacht hat damals. Hier ist klar, was man machen muss. Besser. Wie gesagt, ich weiß da halt auch nicht, ob man in die gleichen oder in die Eiskonvergenz, weil dann müsste man dann ja quasi in Feuer rein, ne? Eiskonvergenz. Ne? Weiß es nicht. Nee, man muss in Eis rein, glaube ich. Okay, also ja, das, was er hat. Ja, ich habe mir die Attacken gerade durchgelesen, also seine Fähigkeit gerade durchgelesen. Und er reflektiert alle Feuer- und Blitzattacken. Ja gut, ich habe nur physische. Nee, wahrscheinlich, weil du das Element nicht hast. Also von den Kreisen hier. Ich hab hier den Boss bis heute nicht. Ich bin aber willst du nicht gestoppt. Mein Vorteil. Feuerkonvergenz. Autsch. 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 Weißt du, was man bei diesen Stacheln da machen muss? Sich in jeden einzelnen reinstellen, ne? Eine muss in einen rein, ja. Ja. Und wir standen da zu zweit drin, deswegen sind wir gestorben. Na gut, wir standen sogar zu dritt drin. Oh Gott, okay. Dann habe ich es beim ersten Mal richtig gemacht. Dann habe ich beim ersten richtig und beim zweiten falsch. Ich habe eine Freundschaftsaufgabe. Ich war nämlich nur verwirrt, weil der andere, der Maschinist vorher, glaube ich, mit einem anderen zusammen drin stand. Ich weiß nicht, ob mit dir oder mit mir. Ich glaube, mit mir vorher. Deswegen war ich minimal verwirrt. Ich wusste jetzt nicht, was richtig war. Kennst du diese Leute, die dir immer eine Freundschaftskarte schicken, obwohl du sie zum 5. Mal schon abgelehnt hast? Nö. Solche Leute kenne ich nicht. Ei, froh. Stell ich mir jetzt vor. Diese Begeisterung. Übrigens, unser Tank ist männlich, aber hat das Maid-Dress an, ne? Stimmt. Das fällt mir jetzt gerade das erste Mal auf. Naja, das geht zu 6.0. Da können die Männlichen jetzt auch das Majors tragen. Und die Weiblichen können den Beamtenanzug tragen. Na gut.
Auch nicht verkehrt, ne? Finde ich, ja, finde ich es auch nicht schlecht, ne? Aber. Stimmt, das war ja das, worüber sich einige aufgeregt hatten, ne? Echt? Also ich meine, ich habe irgendwo, da haben sich welche drüber aufgeregt. Aber ich kann mir vorstellen, was das für Leute waren. Ohne Scheiß. Ja. Ich kann mir vorstellen, was das für Leute waren. Ja. Mhm. Ungefähr genau die gleichen, die sich über die Bunny Boys aufgeregt haben. Wo ich hier gerade nämlich den Bunny Boy sehe. Ja gut, ich habe mich darüber aufgeregt, als weil es ein Meme war, ne? Ich finde jetzt auch nicht schlimm, dass die hinzugefügt wurden. Nein, halt, aber... Ja, Meme und alles, ne? Also das Einzige, was... Bei mir ist es halt eher so... In FF12 gibt's halt einfach... Also, ne? In FF12 kam die Vera ja das erste Mal. Und da war es halt so, dass einfach keine... Rein technisch durch die Story keine männlichen Vera gibt. War einfach so. Und das ist so ja, das Einzige. Ja, auch so. Und wenn man das jetzt storytechnisch irgendwie anders eingefügt hätte, zum Beispiel in 12, wäre das gar kein Problem gewesen. Aber ich vergleiche das dann halt immer so ein bisschen mit den Storys so an sich. Ich finde es halt cool. Für die Leute, die halt Bunny Boys ja, mögen. Ne? Die Community hat sich gewünscht, dass Bunny Boys kommen, also wurden Bunny Boys hinzugefügt. Also ich muss sie jetzt nicht unbedingt spielen. Na, aber wer so will. Ja, wer es will. Darf ich in diesen Kreis oder muss ich draußen stehen bleiben? Ich habe keine Ahnung. Du musst in den Kreis, glaube ich. Nee, nicht in. Ja, wie denn? Ich habe keine Ahnung. Oh, wenn ich sterbe, du rest mich, ne? Ja, ja. Okay. Ich hasse es nämlich immer, wenn er denkt, er was macht, ich aber, ne, da nicht einfach nicht rankomme. Ich meine, bei AOE ist es das eine, da kann ich. Denn, ne? Aber wenn ich nicht rankomme, finde ich das immer etwas semi-scheiße. Erste Mal, dass ich diese ganzen Fähigkeiten zünden musste, ne? Bei mir war's. Ich habe 3 Fähigkeiten, die musste ich bisher noch nie zünden, aber jetzt gerade nicht weiß schon. Aber das ist immer das erste Mal. Ich habe halt welche, die kann ich machen. Die lösen halt auch die anderen AOEs mit aus. Oder die anderen Commands zum Beispiel eben. Aber in der Regel brauche ich halt eigentlich nur 3 Tasten drücken. Nein, 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 nein. Oh, Kacke. Und ich weiß jetzt auch, wir müssen dieselbe Dings haben wie er. Ah, okay. Gut, dann weiß ich fürs nächste Mal. Also dann, wenn er ein Symbol da hat, einfach dann in das jeweilige rein. Oder wie? Wenn er solche, also einfach auf seinen Status-Effekt schauen. Wenn er steht irgendwie Feuer, dann in Feuer. Wenn dann, steht Eis, dann in das Rote. Eis, in Blitz an Blitz. Okay, das wollte ich wissen. Ich habe mich gerade ein bisschen wie ein Tank gefühlt. Weil du nach vorne gelaufen bist. Aber das und zum anderen, weil ich ja hier, ne, die AOE hab. Die ich ja quasi beim Pala ja auch habe, wo ich ja den mich einmal so drehe. Ja. Um alle Gegner anzuziehen. Mit dem Unterschied, dass ich SCD aber nicht so viel aushalte. Das heißt, wir können das. Mir kann das ein bisschen zum Verhängnis werden, wenn ich den falschen Heiler habe. Aber ich finde, der Reaper spielt sich tatsächlich minimal ein bisschen wie der Pala. Von den Anfangs-Kommandos. Ja, ja, sehr ähnlich. Also wie halt mit dieser Drehung. Und dann halt, wenn du Single-Target hast. Und das finde ich halt sehr ähnlich. Das Einzige, was halt anders ist, sind halt die Dots, die ich dann halt machen kann. Wo ich sehr froh bin, dass ich die mittlerweile auf den F-Tasten habe. Wo du ja gestern meintest, dass ich ja so schnell reagiere teilweise. Mhm. Liegt mitunter auch daran, dass ich halt die F-Tasten benutzt habe und nicht mehr Steuerung oder Umschalt oder was das andere ist, Shift. Ich habe Steuerung und Alt.
bei mir, ich komme halt bis 6 komme ich. Danach habe ich Probleme. Vito. Deswegen habe ich alles, was ich nicht so oft brauche, habe ich auf 7 und aufsteigend. Ja, ich muss das irgendwann alles mal umlegen. Zum Beispiel auch ein Grund, ich weiß, das könnte ich eigentlich auch alles mit demselben Stab machen. Bei mir fällt es einfacher, neue Kommandos und Tastenbewegungen zu machen, wenn ich ein neues Spiel starte. Frag mich nicht wieso, ich bin da sehr eigenartig. Weil das fällt mir irgendwie einfacher, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Spiel starte und dann die Kommandos mir anders lege. Als wie ich es jetzt zum Beispiel auf dem Main habe. Und wenn ich mich dann an die gewöhnt habe, übernehme ich sie dann auf den jetzigen Charakter. Okay. Das ist ganz seltsam bei mir. Frag nicht, warum das so ist, ich kann es dir selber nicht beantworten. Es ist ganz seltsam. Du willst doch nicht wissen, wie ich damals für die Schule gelernt habe. Da hat jeder nur den Kopf über mich geschüttelt. Ist ja auch in eine neue Schule gegangen. Weißt du? Für jedes Fach eine eigene Schule und dann in der Hauptschule. Oh Gott, das stelle ich mir furchtbar vor. Ich habe zum Beispiel in der Schule immer alle Texte abgeschrieben, ne? Ich habe alles. Inwiefern alle Texte? Ich habe alles, was zum Beispiel in einem Lehrbuch war oder so. Oder Aufgaben immer mit abgeschrieben. Ich habe alles abgeschrieben. Also nicht im Sinne von, ich habe meine Hausaufgaben aus den Büchern so abgeschrieben und das eins zu eins übernommen, sondern wenn ich eine Aufgabenstellung habe, alles übernommen. Und wenn ich einen Text fertig geschrieben habe, zum Beispiel eine Inhaltsangabe oder sowas, habe ich das auf 6 Blätter nochmal geschrieben. Meistens auch dann immer noch umgeschrieben. Und die 6. Version war dann die Version, die ich unbedingt haben wollte. Also ganz, ganz. Du weißt, was ein Radierer ist, oder? Ja. Und du weißt auch, was ein Tintenkiller ist. Ja. Du weißt auch, was Tippex ist. Ja. Das sah immer scheiße aus. Damit kam ich nicht klar. Ja gut, Tippex sah und sieht immer noch scheiße aus. Ja, Tintenkiller sieht auch scheiße aus. Das sah alles kacke aus. Aber es ging auch nicht ums Wegmachen. Es ging darum, dass ich den Text auswendig konnte. Und darum, dass ich halt das, was ich geschrieben habe, nochmal verinnerlicht habe. Es ging nicht nur um das Aussehen. Also nicht nur. Sondern nicht auch so drauf warst, dass du über die Überschriften immer so geschwungene Sachen gemacht ja. hast, ne? Ich war krank. Dafür habe ich aber immer eine 1 auf meine Mappenführung bekommen. Wenn sonst schon nichts geklappt hat. Luna, dein Ernst? Du seid Strafe. Warum? Ich hab diese Leute so gehasst. Warum? Warst du ein. Hast du jemals Gruppenarbeit oder Partnerarbeit? Ja. Zu Wir oft. Wurden immer 20 Minuten später fertig. Einfach weil die noch irgendwas an Texten noch schöner machen. Nee, kann ich ja weniger. Bei mir war es eher so. Ich habe die ganze Arbeit gemacht in der Schule. Hab das auch alle versucht, so schön wie möglich zu machen. Und die anderen haben einfach nichts gemacht. Ja, in Partnerarbeiten immer. Immer. Ja, Partnerarbeit mit meiner damaligen besten Freundin. Sie hat einfach nichts gemacht. Ich habe dann alles gemacht. Vor allem in Geschichte, in Englisch. Und in noch irgendeinem Fach. Ich glaube, in Deutsch war es. Und Gruppenarbeiten, da habe ich mich dann meistens zurückgezogen, habe meinen Teil aber soweit immer geschrieben. Ich habe mich dann halt nur nie getraut, vor der Klasse was zu sagen. Das waren bei mir die Gruppenarbeiten. Die anderen haben dann meistens zwar nur blöd gesessen, hatten ihre Sachen dann nicht dabei oder haben dann gefragt, du, kannst du das für mich auch nochmal recherchieren? Und ich war so blöd und habe es auch noch gemacht. Naja, wenn es um sowas geht, ich... hab immer was gemacht, nur sehr oberflächlich. Ne, ich hab's meistens und wirklich versucht gut zu machen. Wenn. Pfötchen, ihr müsst die Clown zu töten. Die halten uns fest. Ah. Weiß ich doch.
Easy. Ich sag mal nichts, ne? Oh, ich habe ein WS bekommen.